Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Channel. Und heute möchte ich mal generell über die Food Champions Qualifikation sprechen, my friends. Ich bekomme so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, Mirza, ich schaff's nicht, mich für die Weekend League zu qualifizieren. Kannst du mir helfen? Kannst du mir Tipps geben, wie es leichter ist, dieses Turnier zu gewinnen? Vor allem geht es da um das Daily Knockout Turnier. Ja, ich lese sehr oft, dass ihr im Halbfinale oder im Finale scheitert und es deswegen halt nicht schafft, aber ihr gerne die Weekend League mal spielen würdet. Und ob ich da etwaige Tipps für euch habe, wie es leichter funktioniert. Und deswegen wollte ich jetzt mal dieses Video hier raushauen, um euch generell jetzt nicht Tipps kann man nicht genau sagen, aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein bisschen helfen, sagen wir es mal so, weil Tipps, wie man es leichter schafft, das geht eigentlich nicht, weil es gibt kein spezielles Mittel, um es leichter zu schaffen, die Weekend League, die Qualifikation zu gewinnen. Dazu muss man einfach, die 4 Spiele gewinnen und um diese zu gewinnen, muss man halt besser sein als der Gegner. Und um besser zu sein als der Gegner, muss man halt eben auch trainieren, um besser zu werden, ja, und es geht vor allem eben um die Leistung, ja, aber dazu komme ich nochmal gleich. Es gibt ja 2 Möglichkeiten, sich zu qualifizieren, ne? Es gibt einmal das Knockout-Turnier, wo man, 8 Versuche oder so hat, ne, und es gibt 2 verschiedene Turniere, also ich glaube Montag, Dienstag und dann Mittwoch, Donnerstag, ne, und es gibt halt über den Liga-Modus, über den Saison-Modus, da muss man, glaube ich, lieber Liga 2 sein und aufsteigen, beziehungsweise dann Liga 1 Verbleib oder den Ligatitel holen, so irgendwie. Ihr könnt mich ja korrigieren, ne, falls ich es jetzt falsch gesagt habe, aber ich glaube, dass es so ungefähr war. Und die 2 Möglichkeiten gibt es. Das heißt, hat man erstmal Schwierigkeiten, es über den Knockout-Modus zu schaffen, dann könnt ihr natürlich den anderen Weg nehmen und euch über Saison qualifizieren. Liga 2 und dann seid ihr dabei. Reimt sich sogar. So geil. Ja, war nicht geplant. Aber es geht halt vor allem darum, schafft ihr dann Liga 2 nicht, dann liegt es vor allem eben natürlich spielerisch an euch, ja, weil die Weekend League ist ja nun mal nicht einfach und es sind sehr viele gute Spieler am Start und woran ihr ansetzen könnt, um es eben dann irgendwann zu schaffen, ist an euch zu arbeiten, Leute. Wenn ihr es unbedingt schaffen wollt, in die Weekend League zu kommen, da zu spielen, dann sagt zu euch selbst, nein, jetzt reicht es, ich werde jetzt gezielt an mir arbeiten, ich werde besser werden und ich werde es schaffen. Und ihr werdet es schaffen, Leute. Es steht außer Frage, dass ihr es schafft, ja. Die Frage ist nur, wann, ja. Nicht, ob ihr es schaffen werdet, sondern wann. Weil, wenn ihr euch mal das Ziel setzt, ihr werdet da reinkommen, dann werdet ihr es auch durchziehen. Nicht aufgeben, never give up und dann einfach Step by Step besser werden. Und wie könnt ihr besser werden? Das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz sagen, ja. Ihr müsst natürlich schauen, wo liegen eure Problemzonen? Und ihr müsst ehrlich mit euch sein, ja? Ihr müsst wirklich ehrlich mit euch sein und selber einfach auch für euch selbst zugeben, dass es da oder da Probleme gibt. Und wie könnt ihr das machen? Also, ich sage jedes Mal, ihr nehmt euch ein Spiel her, beziehungsweise eine Reihe von Spielen. Ein Spiel reicht da nicht aus, sondern zum Beispiel 5 bis 10 Games, ja? So. Und jedes Game schaut ihr euch im Anschluss an. Ihr nehmt euch die Statistik her und schaut. So. Ist es eher die Defensive oder die Offensive, die mir Probleme macht? Heißt, bekomme ich viele Tore oder kassiere ich viele Tore? Ja, kassiere ich viele Tore oder nicht? Wenn ihr im Schnitt also wenig Tore kassiert, dann wisst ihr, okay, die Defensive, die steht ja eigentlich, ne? So, dann schaut ihr Offensive. Wenn ihr aber viele Tore kassiert, das heißt, wenn die Spiele 5-3 ausgehen oder 3-2 und immer wieder 2-3 Dinger kassiert, dann wisst ihr, okay, dann, ich muss kompakter werden. Und die Defensive ist immer das, woran ihr zuerst arbeiten solltet, ja? Denn ihr werdet merken, je kompakter ihr defensiv seid, desto schwieriger wird es logischerweise der Gegner haben, aber desto besser werdet ihr gleichzeitig auch offensiv werden, weil ihr eben durch die kompakte Defensive besser die Bälle vom Gegner abfangt oder er läuft halt auf, ne? Er kommt nicht durch und ihr holt euch viel mehr Bälle und habt dementsprechend dann gleichzeitig auch mehr Offensivmöglichkeiten. Wenn der Gegner öfter durchkommt, habt ihr logischerweise weniger Offensivmöglichkeiten und die Gefahr ist größer, dass ihr Tore kassiert. Das heißt, alles in allem wird euch die Defensive helfen, auch offensiv besser zu werden. Deswegen ist Defensive immer der erste Schritt. Passt das, dann geht ihr rüber zur Offensive und schaut, wie ist die Statistik? Habe ich viele Torchancen, ja, oder viele Tore? So, wenn ihr viele Torchancen habt, aber wenig Tore, dann wisst ihr, dass ihr am Abschluss arbeiten solltet. Habt ihr aber wenig Torchancen und dementsprechend wenig Tore, dann ist es vor allem die Chancenerarbeitung. Ja, und so sucht ihr euch das erstmal raus. Okay, erstmal natürlich, wenn es die Chancenerarbeitung ist, das ist wichtiger, ihr müsst ja mal vors Tor kommen, ne? Und wenn ihr nicht vors Tor kommt, könnt ihr kein Tor schießen.
Und wenn das mal passt, wenn ihr da besser werdet, in puncto Chancenerarbeitung, gezielter Spielaufbau über die Flügel, ich habe so viele Tutorials auch schon gebracht, Leute, in puncto Defensive, in puncto Spielaufbau, kommt in Kürze übrigens auch wieder eins, da erstmal dran arbeiten und dann den Abschluss hernehmen, ja, ihr könnt nicht, Problem ist, ihr könnt nicht den Abschluss zuerst hernehmen, ja, wenn ihr keine Torchancen generiert, ja, das ist nun mal das. Und es geht auch nicht jeder Ball rein. Das heißt, auch wenn ihr gut abschließen könnt, ist das noch immer keine Garantie, dass ihr das Tor macht. Das ist halt immer grundsätzlich bei mir manchmal das Problem, wenn ich zu viel auf Ballbesitz spiele. Ich komme zu meinem Abschluss und denke normalerweise, ich mache den auch rein, aber ich mache ihn dann nicht rein, ab und zu mal. Manchmal gehen sie rein, manchmal aber auch nicht. Und dann verliert man vielleicht Spiele, weil man zu wenig Torchancen herausgespielt hat. Deswegen ist es immer erst wichtiger, man muss halt die Vielzahl an Torchancen herausspielen, weil die Bälle gehen auch bei schlechterem Abschluss dann trotzdem auch mal rein. Wenn ich aber zu wenig herausspiele, passiert nichts, ne? Und deswegen zuerst, das heißt die Defensive, dann die Chancenerarbeitung und dann der Abschluss, ja? Und beim Abschluss ebenso. Ihr nehmt euch den Abschluss her und zum Beispiel einen Doppelkreisschuss, ja? Wie schließe ich richtig ab? Das heißt mit Doppelkreis. Und dann übt ihr diesen Abschluss immer und immer wieder, ja? Immer wieder diesen einen Abschluss aus verschiedensten Positionen, damit ihr lernt, wann genau der Ball reingeht und wann nicht. Und dann nehmt ihr euch zum Beispiel rein zum Doppelkreis her, ja, und dann die Longshots. Aber ihr müsst sie dann über mehrere Spiele hinweg trainieren. Nicht einfach nur einmal oder zweimal, sondern öfter, ja. Öfter, immer wieder, damit ihr wisst, wie es nicht funktioniert und wann es funktioniert, ja. Ihr werdet es so oft falsch machen, dass ihr dann im Endeffekt wisst, ah nein, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Nur, das bleibt nur über, quasi, ja. Und so macht ihr das gezielt, Step by Step, und ihr werdet merken, ihr werdet mit der Zeit immer besser und besser werden. Das ist viel erfolgreicher, als wenn ihr einfach nur drauf loszockt und schaut, dass ihr irgendwie gewinnt. Ja? Das Ergebnis ist nicht so wichtig, wenn ihr trainiert. Also einfach nur Step by Step, und ihr werdet merken, dass es euch weiterbringen wird. Und dann mit der Zeit wird die Weekend League Qualifikation kein Problem mehr sein. Das heißt, die Frage, stellt euch nicht die Frage, hilf mir, kannst du mir helfen oder Tipps geben, wie ich mich leichter qualifiziere? Ja, es gibt keine Magie da. Ich kann euch Tipps geben, wie ihr besser werdet, um euch danach einfach leichter zu qualifizieren. Und das habe ich hiermit hoffentlich ein bisschen gemacht. Also auch nochmal, falls es untergegangen ist, Leute, nehmt euch 5 bis 10 Spiele her. Ja, 5 bis 10 Spiele notiert ihr euch und schaut euch, oder ihr macht ein Foto von der Endstatistik und schaut danach erst, wie es aussieht. Weil von einem Spiel könnt ihr nicht viel sehen. Vielleicht wart ihr in dem Spiel einfach besser als der Gegner und es ging leichter. Und im nächsten Spiel kommt dann vielleicht einer, der besser ist als ihr. Ja, und im darauffolgenden Spiel wieder so. Das heißt, von einem Spiel könnt ihr nicht viel rauslesen. Aber von 10 Spielen, da sieht man schon ungefähr eine Statistik, einen Durchschnitt. Ja. Deswegen ist immer wichtiger, viele Spiele hernehmen und dann irgendwie schauen, aha, was haben diese Statistiken gemeinsam? Und daran ansetzen. Und wenn ihr dann eben auch in die Weekend League geht, in die Qualifikation, ihr habt ja hier 4 Spiele, ne? Ihr habt 4 Spiele, die ihr zocken müsst. Ich hoffe, dass der jetzt sich nicht hier aufgehängt hat nebenbei, ne? Weil ihr wisst ja, wenn man eine lange Zeit nichts drückt, dann passiert genau das. Solange er das macht, rede ich weiter. Ihr habt 4 Spiele, ja? Und wichtig ist da halt, in jedes Spiel reinzugehen, als ob es ein Endspiel ist, weil es ist ein Endspiel. Ihr verliert Zeit raus, ja? Voller Fokus, ja, Respekt natürlich gegenüber dem Gegner, aber Selbstbewusstsein, ja, glaubt an euch, glaubt an das, was ihr könnt, und versucht es Step by Step umzusetzen. Und wichtig ist, nie aufgeben, auch wenn es lange dauert, ihr werdet es schaffen. Ich kriege auch immer wieder Nachrichten, Mirza, ich habe es endlich geschafft, ja, und mich freut das immer sehr. Jeder schafft es, hartnäckig bleiben, dranbleiben, und ihr werdet es packen. Ich glaube an euch, Leute, ich glaube an euch, und ich glaube auch an dich. Hartnäckig bleiben, du schaffst es, du wirst fertig laden. Ich werde nicht weggehen, bevor du nicht fertig geladen hast. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch damit wieder ein bisschen weiterhelfen, Leute. Wenn ja, dann zeigt mir das bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben, my friends. Ja, ihr wisst, der Support ist kein Mord, ich sag's jedes Mal immer wieder. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 18 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials. In der Beschreibung findet ihr wie immer meine Social Media Kanäle. Könnt ihr alles gerne abchecken. Und bitte schreibt ins Kommentarfeld, ob ich euch mit diesen kleinen Tipps ein bisschen helfen konnte. Wie gesagt, ihr könnt immer auch auf meinem YouTube-Channel vorbeischauen, wo ich die ganzen Videos gemacht habe, und euch da nochmal zusätzlich Tipps holen. In puncto Spielaufbau kommt übrigens da nochmal extra ein Tutorial. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, das war's für heute. Das war's mit der Kommunikation der FIFA-Server. Ja, und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.